Und wieder das herzliche Willkommen bei Kuhnmann LP. Und wir machen weiter bei The Last Guardian. Mit dem sympathischen jungen Herr und der coolen Tätowierungen. Wir müssen sich fast überlegen, ob wir nicht die eine oder andere will nehmen. Und selber machen. Genau. Was ist passiert? Wir haben so eine Kiste gehabt. Die Kiste, also Kiste, der Topf da, den ihr seht, aus der Decke runterlampen, der hat wieder so Gas ausgeströmt. Und unser Tigi war natürlich rattenscharf auf das Ganze, hat sich nicht weiter bewegt. Wir haben das Ding weitergestoßen, sind ins Loch gegangen und jetzt stecken wir da in der Falle. Beim Fahren kurz schauen, also es gibt da wirklich nie nur ansatzweise einen Ausgang. Was haben wir zur Verfügung? Wir haben die Kiste und den jungen Herr. Wir haben eine Stimme, mit der können wir das machen. Und da gehört er schon, der Tigi, der Draco. Wir sind ein bisschen auf der Suche nach dem roten Faden von dieser Geschichte. Weil die Problematik ist die, das müsst ihr auch bewusst sein. Also wenn ihr das Spiel spielt, werdet ihr einfach mal ins kalte Wasser geworfen. Weil ihr habt weder irgendwie eine Anleitung, ein Tutorial oder irgendetwas, sondern ihr seid einfach gerade die Glücklichen, die dort einfach loslegen. So, komm. Ja, yeah, hi. Komm, hilf mir. Und ich kann einen Befehl geben. Das heisst, ich kann jetzt da einen Knopf drücken und sagen, hey, komm da her. Intime. Ja, du schreist oben ein bisschen, komm. Genau, nur da ganz kurz kleine Anpassung, Lautstärke technisch. Jedio. Atakyan, Inosuke dasta sadu, yewoje kui, oniro ti hizi. Ah, das sehe ich auch so. Also, wir brauchen wirklich seine Unterstützung, wenn wir sonst da nicht mehr rauskommen, hä? Komm, spring mal, komm zu mir. Ich will ihm das Zeichen geben, dass er vielleicht springt. Also, wenn ich jetzt das so mache und sage, hey. Das Zeug sieht ja da nicht so gut aus und irgendwie muss doch etwas können gemacht werden von ihm, dass wir da rauskommen. Weil da die Gitter, eben wie gesagt, habe ich geschaut, da kommst du nicht durch, da hast du keine Chance. Yetime! 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 Genau. Hey, langsam kann ich es. Yetime, komm daher. Ah. Also, ich habe es wirklich auch schon versucht, hier raufzuklettern. Keine Chance. Da hinten habe ich dann gedacht, irgendwie, wenn es da so ein Metallteil dran hat, oder? Aber auch da kommt er leider nicht auf, unseren Kollegen. Dann habe ich gedacht, mal schauen, vielleicht hat es da hinten irgendwo an dieser Wand irgendetwas. Aber auch da finde ich leider, leider nichts. Ja, und so nehmen wir das Bad in unserer schönen Höhlenwanne. Komm, spring mal, mach mal irgendetwas. Spring mal! Draco! Komm! Komm, 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 komm! Komm! Hopp! Ich sehe gar nicht so verzweifelt aus wie ich. Ich sage es, ihr solltet mein Gesicht sehen. Genau. Mit
So, mach ein bisschen tänzeln. Huhu! Mach ich irgendetwas? Ich habe keine Ahnung, was ich soll machen. Echt. Ati said that to Araku Kuizi, Iramakas Ting Turikono, Awizi. Ja, und wo hast du dich festgeklammert? What? Ah, ist kalt, hä? Hallo? Also, das scheint mir alles ein bisschen auswegslos zu sein, ja. Mal schauen, was passiert, kann ich denn da rufen? Irgendwie muss ich da... Was macht er denn jetzt? Ah, ha. Halt, was hat er jetzt gemacht? Schade, ich habe es nicht gesehen, leider. Er hat das Loch gemacht da hinten. Ah, interessant. Und schau mal, was da schon runterlampet. Ja, komm, lass ihn keinen. Cool, ich habe jetzt einen Plan, wie das da geht. Sehr wahrscheinlich können wir uns da hochziehen. Ja, nicht mehr viel. Aha. Super. Genau das ist der Vorteil, wenn man einen langen Schwanz hat, mit viel Haar und Federn. Aber immer aufpassen, nicht an der falschen Seite vom Schwanz aufklettern, weil das ist sonst komisch. Super. Cool. So, komm. Ufe, wo ist Ufe? Wo kommen wir da Ufe? Warte mal kurz, bevor wir da weitergehen. Ah. Ich denke, vielleicht hast du noch ein Fässchen oder etwas da hinten. Gut. Also, komm, gehen wir da drauf. Ja. Yes! Wuppa, nochmal, komm. Ah, okay. Feine. Schön. Oh, was ist denn jetzt los? Alles gut. Jetzt habe ich immer das in den Augen an. Ob alles gut ist oder nicht.
Ah, hast du Hunger? Hast du den Magen gehört, hä? Ah, schön. Wow. Hey, und schaut mal, wir kommen wirklich immer höher an den Rand rauf. Und ja, ich habe da wirklich ein sehr gutes Gefühl. Noch kurz selber schauen, was wir von da aus sehen. Also schau, da hat es also einen Gang. Mit dem könnten wir weitergehen. He? Sehr gut. Das wäre da. He? Jetzt habe ich aber gesehen, dort hinten gibt es noch ein Fässchen. Und ich möchte natürlich meinen Digi nicht verhungern lassen. Darum gehen wir da hinten. So, jetzt nehmen wir das Fass da. Wozu es die Kiste da hat, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ah, mal schauen, ob wir da durchkommen überhaupt. Ah, nein. Gut. Alles klar. Dann nehmen wir da mal so das Kistchen. Ja, es ist schon krass, wie stark dass wir als kleine Bub schon waren. So, jetzt nehmen wir das Fass vielleicht auf die Seite. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir das mit einem Wurf könnten da drauf rühren. Ha? Was meinst du? Adu ne te seise biukuzi, iwe te kasi, tu nek, o ratu, o na kiatu, awesi. Also, das geht nicht. Dann nehmen wir das Fass, tun das da mal auf die Seite stellen. Gut. Dann stellen wir das da ein bisschen näher vielleicht, ja? Nein. Greifen, nicht klettern, mein Lieber. Nein. So, das da, komm. Gut. Dann haben wir da hinten Kollege 2. Ja, ja. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin schon froh, haben wir unser Haustier so allein in diesen Ruinen da. Ja, ich glaube schon. Ein bisschen unheimlich. Vor allem, ich wüsste nicht, wie wir da an diesen Steinreiter vorbei hätten sollen kommen und alles da mal dran. So, komm, du blöde Kiste. So, und jetzt kommt das gut. Jetzt nehmen wir das Fass. Wir machen es vorher wie so vor ein, zwei Folgen. Was war die letzte Folge? Das ist wunderbar. Ja, und ihr seht, das ist wirklich schon eine sehr professionelle Art und Weise, wie ich das da organisiere, finde ich. Aha, etwa so. Also gehen wir nochmal einen Schritt zwei zurück, dann würde ich sagen von da aus. Hm? Ja, und ihr seht, das ist also wirklich ab und zu schon nicht so easy. Hopp, rauf und stehen bleiben. Ehrlich gesagt, ich bin doch jetzt gerade gestanden. Ich bin gerade gestanden. Das ist doch ein Scheiß. Sorry, das sagt man nicht. Aber
Es ist ja so, ab und zu ist die Steuerung nicht wirklich das Geile von mir. Ja, ihr seht, ich bin nicht da mit den Fässern, irgendwie. Also, jetzt habe ich, probiere ich das mal aus, ob ich dann da einfach in die Richtung muss laufen und dass es dann so schafft. So, gute. Super. Ah, der Schwanz hat geleuchtet. Cool. Ja, das sind noch Zeiten gewesen, wo wir Schild hatten. Okay. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir da locker durchkommen nachher. Ah, dort oben hast du gesehen. Streichel, da hat er immer noch Blutflecken. Ah, da einen auch, und das machen wir noch ganz kurz. Ich glaube, das ist relativ wichtig. So, und jetzt, mein Lieber. We are addicted. Woken. Yeti. Woken. Super, also. Er folgt schon auf ein sehr, sehr gut. Für das, dass... Ein Greif ist ein wildes Tier, das wir hier ja, besänftigen oder befälligen können. So, was haben wir denn da Anlässiges? Ein Weg zum Überklettern. Chico, warte kurz, ich komme gerade zurück. Da windet es wieder, ganz ein Haufen Vögel umeinander. Und ja, ich habe immer ein bisschen... Schiss, seitdem wir hier angegriffen worden sind, von dem einen Greif, dass es wieder passieren könnte. Schaut mal das an. Wunderschön, oder? Wie alles gemacht ist, das Level-Design, alles drum und dran. Und, oh, was sehen wir denn da hinten? Das ist doch bis jetzt der grösste Turm von allen. Schauen wir mal das Ding an. Da. Spannend. Ich habe das Gefühl, das ist ein Gebäude, das wir auch noch kennenlernen. So, jetzt zurück. Oh! Oh! Warte. Ah. I get the two low. But this always. Oh, falsch gesprungen. Da geht's wieder ab, meine lieben Leute. Schnell. Ah.
get the two nobles. But these are always. Nein! Mann, 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 Mann. Das schaffen wir jetzt heute noch um. So. Oh. Schnell. Get a true note, but this are always. Oh, yes. Wie geil ist die Katz? Wie geil ist der Trico? Yeah! World's best animal! Hoppa! Was ist jetzt das? Ganz etwas Neues. Sehr cool. Danke! Wow! Cooler Wurf! Cooler Wurf! Hat mich jetzt gefreut. So! Wunderbar, Trico! Hey, und deine Hörnchen sind gewachsen und da kriegst du auch Streicheleinheit von mir. Du bist ein gutes Dili. Danke vielmals. Und ja, wieder viel erlebt, viele Rätsel gelöst und der rote Faden fehlt irgendwie immer noch. Aber hey, wir machen da weiter, vielleicht nicht heute, aber dafür morgen. Und du bist dabei. Schau mal, so herzig. Du bist dabei bei Kuhnmann LP, wenn es heisst The Last Guardian. Und ich danke dir vielmals fürs Dabeisein.